Na gut, ich sag nicht nein dazu. Das sicherlich nicht. Junge! Vielleicht ist das einfach eine Rambar, die ich da vorne dran habe, das ist nichts. Und wieso soll das beim Lenken helfen? Macht ihr hier irgendwas Spannendes? Ah, hier gibt's auch einen Schrein. Maximal Gesundheit erhöht. Ich komme nie dort an, wo ich will, weil irgendwas eben dazwischen kommt. Wie hier jetzt der Tumult. In die Mülltonne werfen. Okay, gut. Wenn ihr das wollt, 1500. Hello. Okay. Get in the Dragon Kick. See, you are new man. Vielen Dank. Dann können wir ja jetzt zum Friedhof. Da war ich, glaube ich, noch nie bisher. Da gibt es einen Tresor, den habe ich gesehen. Fünf von 15 Kennedy Town. Naja. Und da drin ist eine Statue, glaube ich. Ja. Liegt da jemand drin? Zum Glück nicht. Ich sehe schon, dass das bestimmt hier irgendwie ein Ort ist, bei dem die letzte Mission stattfinden wird oder irgendwie sowas. Wenn jemand ganz Wichtiges sterben wird, der uns nahe steht.
wird sicherlich irgendwie noch ein Schauplatz werden. Für irgendwas. Ist aber ein bisschen ein spezieller Friedhof irgendwie. So einen Berg hochgebaut. Und abgeschlossenen Türen. Noch ein Schrein, den wir mitnehmen. Okay, da nach oben geht's offensichtlich, glaube ich nicht. Ne? Was mit der anderen Tür hier drüben, die geschlossen ist? Nee, wollte ich nicht. Nee. Okay. Dann war das wohl der Friedhof hier. Aha, ich wusste es doch. Irgendwo muss noch was versteckt sein. Boah, 1 Million Hongkong-Dollar. 1 Million. Alter. Mega viel Geld. Hey. Gibt es auch noch einen Schrein? Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann machen wir hier das Rennen. Und dann geht es weiter. Das Motorradrennen. Naja. Hong Kong Cemetery. Holy shit! Alter. Das geht ja ab wie Schmitz Katz. Man sollte darauf achten, wo man durchfährt. Boah, das Motorrad geht ab wie nichts. Junge, Junge. Aber das haben wir auch wieder geschafft. Nice. Fünfundzwanzigtausend.
das hier. Wieso soll es diesen Eingang hier geben? Okay. Das Motorrad ist ziemlich bombastisch. Sag mal, hier kommen wir nicht rein. Oder höchstens zu Fuß. Nee, nicht mal so. Wahrscheinlich im Laufe einer Mission. Gut, den halt nicht, ne. There we are. Noch kurz was schauen. Haben wir einen Tresor, den sie hier beschützen? Oder absolut gar nichts? Ja, nice. Gut, so. 6 von 15. Also Tresore gibt es hier noch ein paar. Doof. Die sind so ein bisschen das Nervigste eigentlich am Suchen und Finden. Aber jetzt erstmal hier zeige, was du kannst. Hey, can you help me out? What's the problem? I'm supposed to be creating a free running video, but I dropped this tab and now I'm kind of having trouble focusing. You're not a green lizard, are you? No. I don't think I should be running. I mean, but if I don't post this thing, the goblins are going to get me. Can you help me out, friend? You're my friend, right? Free running? Yeah, just do whatever, man. I mean, use your wings if you want. Okay. Dort ist ein Tresor. Whoa, who is that guy?
sieht irgendwie knapp aus. Ne, doch nicht. Gut. Nice. Alles geradeaus nach oben. Da war irgendwo ein Tresor. Ich glaube, hier sind viele Tresore versteckt. In dieser Gegend. Sieben von 15. Das hätten wir auch. Drogenrazzia und Rennen. Komm, die Drogenrazzia können wir noch machen. Aber ich glaube, dann war es das wirklich heute. Ich habe jetzt schon zu viel wieder aufgenommen. Oder zu lange, besser gesagt. Sicher. Ich würde sagen, das war's für diese Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Sleeping Dogs. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.